Nice. Hui. Okay, hier muss ich irgendetwas tun. Kann das hier sein? Ich meine, es war hier so, dass sie unendlich wiederkommen. Ich glaube, ich müsste hier einfach nur durchrasen. Aua! Zieh an der Kette. Okay, jetzt gehen die Teile an. Gut. Gut, gut. Oh, ja, lass mich. Wirklich. Okay, die sind wenigstens jetzt schon an. Wie soll ich denn hier durchkommen? Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Mit euch gebe ich mich doch überhaupt nicht ab. In das Schlüsselloch. Verbanne das Unerfreuliche aus deinem Geist, Alice. Weise den Schmerz zurück wie das Abstoßende und Verdorbene. Vergessen ist eine Kunst. Lass mich raten, ich muss jetzt nochmal zurück. Hör auf damit. Ich hasse diese Dinger. Ich hasse sie so sehr. Nix wie weg hier. Guten Tag. Wieso kommt ihr jetzt her? Lass mich einfach in Ruhe. Ciao. Schau nicht auf deine demütigen Ameisen.
O mächtiger Falter, o schlafender von Bergen, vielbeiniger Herr über Seen und Gipfel, göttlicher Wohltäter, Hüter von Frosch und Fichte, schau glücklich auf deine demütigen Ameisen. O mächtiger Falter, o schlafender von Bergen, vielbeiniger Herr über Seen und Gipfel, göttlicher Wohltäter. Ich mache nochmal eine kurze Pause und bin dann gleich wieder da. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Die geben irgendwie keinen Laut mehr von sich. Aber okay. Meinetwegen. Erstmal wieder ein bisschen Leben auffüllen. Ich würde dieses Kapitel ja schon gerne heute noch beenden, um ehrlich zu sein. Aber ich weiß allerdings auch nicht mehr, also ich erinnere mich nicht mehr dran, wie lange das Kapitel hier noch geht. Von daher will ich jetzt nichts versprechen. Wir schauen einfach mal. Da. Aus der Ferne. Kann ich eine Schweineschnauze sehen? Schaffe ich das bis nach da hinten? Nee. Nope. Schaffe ich nicht. Oh, das ist aber jetzt auch ein bisschen fies, ne? Das sieht man ja von so gar nicht. Es ist extrem hell hier. Alles. Ach ja, klar, dass ich das nicht so erreichen kann. Okay, da ist eine Erinnerung. Gut. Als Papa mir Hausarrest gab, bin ich das Spalier runtergeklettert. Der Ast ist wie eine Brücke. Dann ist es nicht mehr tief. Verpetz mich nicht, Alice, oder wir sind keine Schwestern mehr. Okay, dann können wir ja weiter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo es lang geht. Aber Schlüssellöcher haben wir meistens immer nur entweder Erinnerungen oder Flaschen drin. Oh. Oder auch nicht. Ah, okay. Ich bin einfach nur einmal im Kreis gelaufen. Es ist hell. Oh, es ist so hell. Hui. Okay.
Oh no. Das sieht nicht gut aus. Oder doch? Beobachte, lerne und reagiere. Hinkst du gerade in der Luft, Katze? Okay, das ist besser als ein Kampf wieder. Oh. Okay. Hätte ich es gewusst, dass die Kette hier drin ist. Habe ich wirklich nicht gewusst. Ernsthaft? Okay, ist doch nicht mehr so cool. Sprühst du noch Feuer? Ich glaube nicht. Okay. Ach, ihr habt aufgehört. Mal hier durch. Ach, kommt schon. Nee, die hole ich mir danach. Okay, ich wappne mich schon mal fürs Schlimmste. Keine Zeit zu verlieren. Natürlich. Wir haben doch keine. Kannst du die ganze Zeit überstehen? Okay, das heißt, ich muss nicht kämpfen, ich muss einfach nur rennen. Ich muss einfach nur überleben. Und nicht sterben. Manchmal ist Wegrennen doch die einfachste Lösung. Nein! Nein, wag es dich nicht. Juhu. Komm, Alice, nicht trödeln. Du hast schon den Zug verpasst. Okay. Sehr gut. Gut, dann kann ich mir jetzt die Erinnerung schnappen. Feuer, Alice! Feuer! Rette dich! Mach auf, Lizzie! Lizzie! Öffne die Tür! Der Schlüssel, Lizzie! Schließ die Tür auf! Du verbrennst! Okay. Ich habe gerade schon gedacht, ich war etwas verwirrt. Oh, kommt schon. Ernsthaft.